Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, wir nähern uns hier dem Bahnhof von Uppsala an und ja, wir haben hier ja schon was gebaut, nämlich hier hinten geht's raus. Ob das dann die einzige, ja wie soll ich sagen, Verbindung bleibt, die nach hinten rausgeht, das werden wir sehen. Das ist jetzt mal eine, die haben wir so. Wir sind bis irgendwo hier vorne gekommen, genau, und jetzt geht es darum, Zürich nämlich einen Bahnhof zu spendieren. Allerdings, es gab noch einen Kommentar von wegen, schau mal bei der Unterführung, dort steht noch eine Schranke im Gleis. Ja, jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, welche Unterführung da gemeint ist, weil der Kommentar, der ist halt jetzt auch schon wieder drei, vier Folgen alt. Jetzt müsste ich tatsächlich, ja, per Zufall sehen, wo das ist. Also lieber Kommentarschreiber, falls du noch weißt, wo das war, wo das stattgefunden hat mit dieser Schranke, dann bitte in die Kommentare damit, dann kann ich mir das nochmal ansehen. Aber so, jetzt einfach, oh, hier fehlt vor allem noch eine Straße, sehe ich gerade, schaut euch das mal an. Das geht so nicht. Ich wollte sowieso hier auf dem Hügel, hier wo das Tunnel ist, gerne noch ein paar Bäume haben. Und wisst ihr was, das machen wir jetzt gleich mal. Wir werden mal die gute alte Förster-Mod benutzen, das wäre die hier. Doch, funktioniert. Kann ich damit auch Quadrate machen oder geht das irgendwie nur im Dreieck? Moment, wir testen das mal. Ich hätte gerne, wobei das darf ja auch eigentlich auch rübergehen. Also von wegen, sagen wir mal von hier nach hier. Dann irgendwo nach hier oben. Gibt das schon was? Jawohl, wenn ich jetzt hier noch mache. Jawohl, dann haben wir ein Quadrat, das funktioniert sogar. Dann pflanzen wir das mal. Wir pflanzen... Sollen wir Nadelbäume nehmen? Es ist ja doch ein bisschen... Ja, wir nehmen alles. Also, warum klicke ich dann auf Nadelbaum? Keine Ahnung. Hier, je kleiner die Zahl, desto dichter ist der Wald. Ich würde das gerne ein bisschen dicht haben. Wir machen das mal. Klicken auf Pflanzen und zack, müsste hier ein Wald stehen. Jawohl, da steht er auch schon. Schon eine relativ coole Mod, definitiv. Gut, jetzt könnte man hier eigentlich auch noch ein bisschen was machen. Wir gehen nochmal auf Plan. Keine Angst, ich werde jetzt nicht... die ganze Folge über hier mit der Förster-Mod spielen. Ich möchte nur halt tatsächlich hier ein bisschen Wald haben. Machen wir gleich mal, zack, pflanzen. Okay, und jetzt die kleinen Sachen, die können wir natürlich von Hand noch korrigieren, dass wir hier noch ein bisschen was haben, dass das hier im Prinzip auch zu ist. So, und dann haben wir hier nämlich einen relativ coolen Bahnhof mit doch ein bisschen Wald im Hintergrund. Das hier lassen wir mal noch. Und hier vielleicht noch ein bisschen an die Gleise ran. Ein bisschen runterziehen und dann ist okay. So, wir werden auch mal noch eine Strecke machen durch den Wald durch, ganz klar. Das stand auch in den Kommentaren. Mach doch mal eine Waldstrecke, eben genau mit der Förster-Mod und deswegen bin ich auch auf die Idee gekommen. Wir machen hier mal noch ein paar Bäume hin. Das sieht nämlich gleich ganz anders aus. Das ist klar, das kennen wir. Das Phänomen. Gut, jetzt müssen wir aber schauen. Oh, guck mal, also das mit dem Treibstoff funktioniert auch. Wir können ja mal ganz schnell nach München düsen und gucken, kriegen die Treibstoff. Ja, hier. Das ist ja sozusagen der Schluss des Ganzen. Also wenn die Treibstoff kriegen, dann ist nirgends ein Bahnhof zu weit weg. Dann klappt das alles sogar, inklusive den LKWs hier unten. Das funktioniert. Okay. Wo sind wir stehen geblieben? Wir wollten hier hinten die Straßen wieder verbinden. Das machen wir natürlich auch. Nehmen wir mal dich hier. Du bist sogar das richtige Teil. Ah, machen wir es anders. Moment. Wenn ich das irgendwie so mache, ich baue es mal und das hier lang ziehe, dann haben wir hier im Prinzip wirklich parallel zum Bahnhof einen Bogen. Sollten wir hier aus irgendeinem Grund noch mal weitere Gleise brauchen, dann werden sie die kriegen hier beim Bahnhof. Da müssen wir halt mit der Straße noch mal kurz weichen. Jetzt hier vielleicht unten durch. Mit N. Mal gucken, was draus wird. Ja, da gibt es eine Unterführung. Okay, die ist gebonkt. Führt dann mit einer Kurve hier rein. Und jetzt könnte man hier natürlich auch noch mal überall Bäume etc. installieren. Das lassen wir jetzt aber mal, ja, korrigieren das hier, dass das noch vernünftiger aussieht. Und jetzt haben wir es eigentlich wieder soweit zusammen, das Ganze. Ja, ist halt wieder irgendwie so ein Röhrendings. Ist hier auch irgendwo eine Schranke drin? Nein. Oh, neue Züge. Eine BR, sehr gut. Ja, und die Pazifik, das ist eine amerikanische logischerweise. Jetzt hier nochmal schnell gucken, wie das ist mit diesem Wald. Ja, gefällt mir sehr gut. Passt natürlich auch wirklich sehr gut hier wieder zu den Dampflokomotiven. Cool, gut, das haben wir. Dann lasst uns hier unten weitermachen. Wie gesagt, weil diese Unterführung mit der Bahnschranke drin, die finde ich jetzt auf Anhieb sowieso nicht. Da müsste ich nochmal einen kurzen Tipp haben, wo das genau war. Allora, wir gehen nach Zürich und Zürich braucht einen Bahnhof. Wir schauen mal, was wir Schönes haben. Im Jahre, wo sind wir denn? 1914.
Dürfte schon auch irgendwie was Modernes sein. Den Bahnhof Dresden, den haben wir jetzt halt da tatsächlich in Uppsala. Oberberg. Zürich hat einen Kopfbahnhof, das weiß ich. Jetzt ist die Frage, müssen wir das unbedingt hier auch machen? Wir haben natürlich den Lütticher Bahnhof etc. noch nicht. Wiener Stadtbahnhof. Lass mich mal gucken, wie der aussieht. Ja, den haben wir, glaube ich, tatsächlich auch schon. Das sind die Standardteile. Wir haben noch Untergrundbahnhof. Und warum habe ich tatsächlich den Bahnhof, also den Hochbahnhof nicht? Ist der noch nicht freigeschaltet? Ich habe den tatsächlich aktiviert. Wir haben 1914. Ja, vielleicht ist der halt tatsächlich noch nicht freigeschaltet von der Zeit her. Ich würde sagen, wir nehmen mal den Kopfbahnhof, weil das macht eben schon Sinn. Und dann machen wir hier aber gleich mal ordentlich Gleise, weil es halt eben Zürich ist. Wir machen noch einen zweiten Straßenanschluss und die Bahnsteiglänge darf ruhig 400 Meter haben. Und dann haben wir wieder mehr Bahnhof als Stadt. Das wird sich aber hoffentlich auch irgendwann ändern. Ganz klar. So, irgendwo hier reindrehen. Ja, das ist halt wieder schwierig mit der Performance hier. Wenn man so einen Riesenbahnhof hat, dann möchte das Spiel jeweils nicht so richtig mitmachen. Wir machen dich mal irgendwie so hier hin. Das wäre doch in Ordnung. Vielleicht sogar, Moment, dass wir hinten auch noch mit einer Straße durchkommen, damit wir so ein bisschen um den Bahnhof rum eine Straße haben. Weil da brauchen wir dann sowieso auch irgendwie... Ja, wisst ihr, was wir machen? So, da brauchen wir dann sowieso auch irgendwie noch Bushaltestellen etc. auf der Seite. Also da hinten meine ich. Ja, das ist parallel zur Straße. Zack, das ist gebonkt. Okay, die haben den ersten, würde ich mal sagen, relativ fetten Bahnhof hier. Also, gleich mal die Straße ranhängen. Das ist hier eigentlich selbstredend. Wobei, ja, das ist mir irgendwie zu wackelig. Kann man hier das Ganze vielleicht so machen und dann irgendwie hier reindüsen? Ja, das geht perfekt. Und hier würde ich gerne das mal verbinden. Das wird dann aber relativ krumm leider. Dann müssen wir das anders machen. Wir machen hier eine gerade Straße. Machen wir doch glatt eine Breite. Okay, und jetzt hoffe ich, dass ich hier reinkomme. Das sieht fast so aus, als würde das nicht funktionieren. Vielleicht mit was Dünnerem. Jawohl, mit den Dünneren geht es dann fast immer. Passt. Bei dir hier das Gleiche. Zack, und dann haben wir hier schön Platz für eine Bushaltestelle oder was wir dann sonst noch machen. Wir werden es sehen. So, hier geht's in die Stadt rein. Und hier hinten, ja, lassen wir es mal. Mal gucken, was wir hier dann noch alles hinstellen. Ich hoffe, dass die Stadt natürlich bis hier zum Bahnhof baut. Und sonst helfen wir denen, wie wir es eh gesagt haben, wieder mit den frei platzierbaren Stadtgebäuden. Jetzt habe ich aber hier hinten eben noch Straßen. Das heißt, hier müssen wir natürlich auch noch verbinden. Das funktioniert schon mal. Irgendwie da rein. Mal gucken. Naja, das geht dann nicht mehr, weil das ist... Das hier ist Bahnhof. Das müssen wir irgendwie so machen. Moment, raus komme ich ja. Okay, dann machen wir das mal. Komme ich hier auch noch irgendwie raus? Nö. Komme ich hier raus? Aha, das geht. Okay, dann machen wir das so. Dann haben wir hier auch wieder irgendwie Platz, um noch was zu installieren. Wir haben natürlich noch Kreisel etc. Die könnte man alle auch schon bereits hier verbraten. Möchte ich aber noch nicht. Wir warten mal noch ein Momentchen. Aber ich könnte ja mal gucken, ob wir die Kreisel tatsächlich haben. Wo waren die denn? Die waren, glaube ich, auch hier bei der Straße. Oder waren die hier? Da haben wir die Buchten. Das sind keine Buchten, ist mir klar. Ja, das ist einfach eine Riesenkreuzung. Die kann man natürlich auch nehmen. Das ist auch etwas, was definitiv nach Zürich passt. Die Frage ist, wohin mit dir? Ich möchte jetzt nicht schon die ganze Stadt hier irgendwie im Prinzip vorplanen. Die sollen auch noch ein bisschen selber bauen können. Nicht, dass wir hier denen alles irgendwie vorgeben. Aber so eine Kreuzung hier wäre schon cool. Aber wir lassen es mal für den Moment. Die kommt definitiv noch irgendwo hin. Vielleicht sogar hier. Aber lasst sie erstmal ja hierher kommen, dass sie hier ein bisschen hinbauen können. Gut, jetzt, was haben wir an Bushaltestellen? Ich hätte gerne was relativ Großes. Und das haben wir eben leider auch noch nicht. Ist wahrscheinlich auch noch nicht freigeschaltet. Ja. Schade, schade, schade. Nee, das sind alles tatsächlich relativ kleine Sachen. Da machen wir jedoch auch irgendwie so eine Schlaufe. Eine relativ große hätte ich gern. Gibt es da verschiedene Größen? Müsste. Neue Wendeschleife, Bus. Ich würde hier eigentlich gerne auch eine Straßenbahn haben. Deswegen brauche ich nur hier Bus und Bahn. Gibt's das? Tram. Tram, Bus. Tram, Bus. Bus, Tram. Gibt es das tatsächlich nicht kombiniert hier? Ja, dann machen wir hier eine Tram. Ein Tram-Dingens hin. Doch, hier steht doch das oben eigentlich. Neue Wendeschleife, Tram. Haltestelle, linke Seite.
Das ist doch dort noch ein Bus da unten. Lass mich mal das Ganze hier hinstellen. Das ist ja eigentlich sowieso relativ klein. Wohin mit dir? Vielleicht sogar hier? Das wäre doch gar nicht schlecht. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Das ist ja der Haupteingang da vorne. Zack, du kommst hier hin. Und passt. Okay, jetzt ist die Frage, sollen wir erstmal die Gleise hier verbauen? Hier müssen wir nochmal korrigieren, weil von hier nach da wird es dann eher schwierig. Wir müssten eigentlich hier eine Kurve machen, dass wir da reinkommen. Oder wir machen hier... Ja, wir machen zuerst die Gleise, weil die Strecke ist ja eh noch nicht fertig. Dann brauchen die im Prinzip zumindest im Moment noch keine Trams. So, einmal so. Gerne hier rüber. Und welches Gleis? Da von Laken. Heißt das Lakendorf? Lallendorf. Oder Laien? Moment. Nee, Lallendorf. Okay, von da kommen sie dann je nachdem auch noch. Deswegen machen wir die hier rein, würde ich sagen. Ist das das linke? Jawohl, das ist das linke Gleis. Da komme ich sogar rüber. Das ist ja prächtig. Hier unten müssen wir noch ein bisschen korrigieren. Dafür nehmen wir natürlich einmal mehr Kollege Wischmob. Und schon ist das hier wieder bereinigt. Dann hätten wir hier gerne einen anderen Bahnübergang. Zack, nehmen wir dich. Sehr gut. Da kommen eh schon private Autos. Ihr könnt gleich wieder einpacken. Hier gibt es gleich eine Zuglinie. Gut. So, hier wieder eine X-Weiche. Einfach damit der Zug selber entscheiden kann, was er möchte. Wenn sie denn funktioniert. Jawohl, die funktioniert. Und dann haben wir das. Jetzt haben wir natürlich die Signale noch nicht. Wir sind hier aber noch nicht am Ende. Wir wollen ja noch weiter nach Weißwasser. Und da sieht man jetzt schon, das ist dann... Ja, der naturgegebene Nachteil eines Kopfbahnhofs. Wir kommen hier hinten natürlich nicht raus. Das müssen wir jetzt tatsächlich anders machen. Im Prinzip könnte man hier schon ein Gleisvorfeld bauen. In irgendeiner Art und Weise. Dass wir irgendwie so rausgehen. Aber wir müssen jetzt primär gucken, wie kommen wir hier an der Stadt vorbei. Irgendwie wäre es fast noch interessant, unter die Erde zu gehen. Und unter Zürich durch nachher hinten zu düsen. Wobei... Ja, wir sehen dann halt die Züge nicht. Das ist immer, das ist wie bei der U-Bahn. Das ist einfach ein Problem bei Transportfieber. Das macht keinen Sinn. Man sieht die Züge nicht, aber die Performance wird halt trotzdem belastet, weil die Züge berechnet werden müssen. Deswegen bin ich kein großer Freund von so unterirdischen Sachen. Eben, da gehört leider die U-Bahn auch dazu. Ich weiß nicht, vielleicht bei Transportfieber 2, dass das dann dort funktioniert. Jetzt hier wäre es eigentlich auch cool, durch die Stadt durch, eben nicht unten durch, sondern mit der Eisenbahn wirklich zack durch die Stadt durchzudüsen. Vielleicht sogar dem See entlang, das würde heißen, wir müssten hier einfach eine Kurve rausmachen. Das wäre wahrscheinlich die einfachste Idee. Oder die andere wäre, wir würden hier wirklich quer rüber, dann hier der Straße lang und hier durch. Gefällt mir eigentlich fast weniger, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fände das irgendwie interessant. Da werden natürlich ein paar Häuser fallen, das ist ganz klar. Aber damit werden wir jetzt sowieso arbeiten. Also sprich, wir nehmen... Ja, auf irgendwelche bestehenden Städte nicht wirklich groß Rücksicht, sondern wir bauen nach Herzenslust. Das ist die ganze Idee des Ganzen, sozusagen. Komme ich hier um die Kurve rum? Ich komme. Das ist hier das, Moment, linke Gleis. Das heißt, hier rechts muss dann auch noch eins hin, weil ich würde hier schon zweigleisig durchdüsen. Ja, das machen wir so. Sehr gut. Nehmen wir dich hier, machen eine Kurve, geht nicht. Geht immer noch nicht. Wie sieht es aus, wenn ich von hier komme? Geht wesentlich besser. Okay, gut. Komme ich hier auch rüber? Jawohl, komme ich auch. Bestens. So, hier einfach dem See entlang, sagen wir mal so. Und jetzt wird es hier relativ schwierig. Da kommen wir wahrscheinlich nicht unten durch, weil hier der Anfang der Brücke ist. Die Brücke könnten wir kappen. Die können wir jederzeit selber nachbauen. Das würde ich sogar tun, dass wir hier wirklich ein bisschen dem Fluss entlang düsen. Ja, machen wir mal. Ich baue es mal bis dahin. Dann schauen wir, was wir machen. So, da rein. Passt. Schön gerade. Gerne hier natürlich auch wieder Häuser etc. Da müssen wir denen jetzt ein bisschen Zeit geben, damit sie bauen können. Wenn ich hier mit N arbeite. Ich dachte, vielleicht kommen wir noch unten durch. Nee, das klappt nicht. Da müssen wir das hier tatsächlich wegnehmen. So, die Brücke ist sowieso so gebaut. Von der KI her, dass hier die Schiffe nicht unten durchkommen. Wenn wir hier schon einen Fluss haben, das ist ganz klar, dass wir hier irgendwas noch mit Schiffen machen. Also wir werden auch noch eine Verbindung mit Schiffen haben, die von Zürich irgendwie nach Uppsala geht. Das ist ganz klar. Das ist aber etwas, was wir später machen, würde ich vorschlagen. Also, das hier können wir auch noch kappen. Moment, wo ist mein Bagger? Hier. Kriegt er zurück. Einen Moment bitte. Etwas Geduld. So, und jetzt hier die Häuser. Die sind auch weg. Oder machen wir es so, dass wir hier sogar einen Bogen machen, in der Hoffnung, dass hier noch Häuser entstehen.
Dann brauchen wir hier aber nochmal eine Straße und das wird eher eng. Da haben wir den Platz tatsächlich nicht. Okay, dann machen wir es so. So, passt. Und jetzt hier irgendwie. Ja, das können wir sogar in Ruhe bauen. Da macht das Spiel das für uns. Die Gebäude, die sagen Tschüss. Und die Eisenbahn sagt Guten Tag. So, hier haben wir wieder Schranken, die wir neu machen müssen. Also müssen wir natürlich nicht. Machen wir aber ganz einfach, weil wir es können. Wir haben hier sowas in der Richtung. Ja, sieht doch nett aus. Sieht das tatsächlich nett aus? Doch, doch, das sieht nett aus. Hier haben wir nochmal so ein Teil. Auch das muss weichen. Da nehmen wir, da nehmen wir, da nehmen wir. Zack, so ein Teil. Und passt. Ja, sieht doch cool aus. So, weitere Bahnübergänge haben wir nicht. Dafür haben wir jetzt die Möglichkeit, hier in Richtung Weißwasser zu düsen. Und das machen wir auch. Irgendwie so ein bisschen diesem See entlang. Schon cool. Fluss, See, da hinten geht der Fluss wieder raus. Gefällt mir gut, die Map. Ich habe auch eine Weile gesucht, bis ich eine passende gefunden habe. So. Weißwasser. Weißwasser ist eigentlich fast so ein bisschen verkapptes Oberböser. Guck mal. Weil das ist hier ja doch. Boah, da haben die eine Aussicht hier. Oh, kann man hier einziehen? Heiliges bisschen. Das ist ja schon nicht schlecht. Jetzt ist halt die Frage, wo kriegt Weißwasser seinen Bahnhof? Ich habe auch eine Idee, was für einen Bahnhof der kriegt. Oder die kriegen. Weil wir hatten, glaube ich, in Tränenfieber. Also in Tränenfieberzeiten tatsächlich diesen Schweriner Bahnhof in Weißwasser mal. Den hätte ich gerne hier. Wir gucken mal schnell. So, sorry, kurz husten. Das wäre der hier. Aber vielleicht dann doch nicht mit so vielen Gleisen. Zweiter Straßenanschluss groß, gerne. Dann haben wir nämlich zwei Hauptgebäude. 400 Meter ist okay. Ja, machen wir mal 10 Gleise. Und dann gibt es doch wieder einen relativ großen Bahnhof. Wo der jetzt hinkommt, ist halt ein bisschen die Frage, weil hier ist es doch relativ uneben. Vielleicht so ein bisschen hier auf den Berg rauf, wenn das gehen würde. Das wäre natürlich die Grundvoraussetzung, dass wir da mit der Terrain-Angleichung keine Probleme haben. Sonst müssen wir dort noch ein bisschen baggern, das würde natürlich auch gehen. Ja, ob das hier wirklich cool ist. Vielleicht hier unten haben wir noch ein bisschen Wald, wobei wir haben gerade gesehen, mit der Förstermod können wir eigentlich den Wald sozusagen selber erstellen. Also da können wir auch außenrum einfach einen Wald legen. Das hier ist mir schon wieder viel zu weit weg. So weit wird die Stadt wahrscheinlich nicht rauswachsen. Und hier? Ja, hier haben wir tatsächlich das Problem. Geht nicht. Wisst ihr, was vielleicht ein Trick wäre? Nee, ich dachte gerade, es wäre möglich, wenn wir nur zwei Gleise nehmen, dass die Performance besser ist. Und dann können wir den Bahnhof ja upgraden. Aber das ist nicht gesagt, dass das dann funktioniert. So, neue Fahrzeuge. Aha, nochmal irgendwie so halbe Pullmannwagen und Tiefladewagen haben wir auch schon. Sehr nett. So, come on, Bahnhof. Irgendwo passt er hin. Warum denn nicht hier oben? Hier oben wäre so cool. Das würde mir echt relativ gut gefallen. Irgendwie so hier rein, aber man sieht schon. Ja, das kann irgendwie nicht funktionieren. Da müssten sie dermaßen aufschütten. Hier? Terrain-Gleichung. Die Felder sind ja egal. Das spielt keine Rolle. Geht nicht. Hier? Ich weiß nicht, warum das jetzt unbedingt so ein bisschen in den Berg rein sein muss. Irgendwie die Grundidee ist halt, weil das Ganze ein bisschen in den Berg rein gebaut wurde hier an Städtchen. Das geht hier aber tatsächlich nicht. Ah, schade. Ja, hier auch nicht. Es geht überall dort, wo es cool aussieht, funktioniert es nicht. Wir könnten ihn natürlich ein bisschen kleiner machen, aber das ist Weißwasser. Weißwasser möchte doch auch einen großen Bahnhof haben. Wie sieht es denn mit 8 Gleisen aus? Kriegen wir da einen Kompromiss hin, liebes Spiel? Weniger Gleise, dafür funktioniert. Nee, da ist immer noch Terrain-Gleichung, Terrain-Gleichung. Wir gleichen das Terrain an und es funktioniert nicht. Okay, hier geht's. Ist das okay, wenn der hier hinten ist? Wobei, Moment, das versuchen wir nochmal mit den 10 Gleisen. Da war eine Stelle, da hat es geklappt. Aha, wo warten die Stelle jetzt gleich nochmal, wo es geklappt hat? Terrain-Gleichung, Terrain-Gleichung, Terrain-Gleichung. Ich meine, die Straße dort, die können wir sonst auch kappen. Hier ist die Stelle, wo es klappt. Habt ihr gesehen? Ganz kurz. Ja, Moment. Aber man muss wirklich die Stelle genau wischen. Das ist aber bei der Performance tatsächlich eher schwierig. Wenn man das anders. Die Straße kommt weg. Und jetzt gucken wir nochmal. Ja, nicht möglich, nicht möglich. Irgendwo hatten wir tatsächlich die Stelle, da hat es geklappt. Da, da war sie. Moment. Da nochmal ein bisschen rauf. Jetzt, zwei Gebäude werden entfernt. Das ist uns egal. Passt der hier oben hin? Ich drehe ihn noch ein ganzes bisschen.
Nochmal ein bisschen. Ne, das geht nicht. Wieder eins zurück und zack. Haha, Weißwasser hat seinen Bahnhof. Oh, der ist sogar ein bisschen... Oh lala, der ist ja richtig in der Grube drin. Ja gut, dann haben wir jetzt... Aber das ist auch cool. Guck mal, wenn man von hier kommt, man sieht den Bahnhof Weißwasser relativ deutlich. Ich nehme auch mal stark an, hier vorne wird ja eh wieder gebaut. Sorry, nochmal husten. Ich brauche mal einen Schluck Wasser. Ich habe mich immer noch erkältet, sorry. So, jetzt wollen wir uns hier aber nicht vom Husten abhalten lassen, Weißwasser noch anzuschließen. Mit einem Sträßchen. Ob das klappt? Ich glaube, hier brauchen wir fast schon ein bisschen so ein Bergdienst, aber das ist natürlich auch nett. Sag ja, das ist irgendwie, so ein bisschen ist es tatsächlich oberböser. So von da, vom Stil her. Vielleicht hier irgendwie gerade? Ja, nee, ich muss es tatsächlich hier schon haben. Wir machen das so. Und hier mit dem Bogen. Außenrum. Da rein. Jawohl, dann haben wir das hier angeschlossen. Das hier ist natürlich beileibe noch nicht fertig. Da werden wir definitiv auch noch was machen mit Bäumen etc. Hier bitte noch bauen. Und hier unten gibt es einfach das Sträßchen dort rein, würde ich sagen. Das ist soweit schon mal okay. Und wenn wir in die Richtung düsen, ja, dann möchte er hier eine Brücke machen. Sieht das gut aus, wenn hier eine Brücke ist? Vielleicht irgendwie so eine Steinbrücke oder die Holzbrücke? Ne, die Steinbrücke ist eigentlich fast cooler. Das kann man machen. Dann kämen wir hier rein. Ja, dann hat man von der Seite her halt einen Zugang wie eine Brücke. Machen wir. Ist speziell und deswegen ist es eigentlich eh schon wieder cool. Hier noch ein bisschen korrigieren. Hier korrigieren. Machen und tun. Oh, da gab es noch eine Frage in den Kommentaren. Warum denn die Musik hier 1915 anders ist wie später? Das ist eine gute Frage, habe ich mir auch schon gefragt. Also das Lied kennen wir, glaube ich, auch von später. Aber da hat es wirklich Songs drin, die kennt man sonst nicht. Und ich habe bei der Musik eigentlich nichts geändert. Also das ist nicht eine spezielle Musik, sondern das ist einfach die Musik von Transport Fever. Keine Ahnung, warum. Es ist, wie es ist. Aber ich finde es gar nicht schlecht. Ist ein bisschen eine Abwechslung. Man kennt ja dann doch nach so tausenden von Spielstunden die Musik von Transport Fever doch ein bisschen. Wie kann ich das am besten bauen? Ich möchte, wenn es irgendwie geht, vielleicht auch noch ein bisschen durch die Stadt. Allerdings haben wir das jetzt so gebaut. Ja, da kommt man nicht richtig durch die Stadt. In die Richtung haben wir einen Tunnel. Das ist relativ einfach zu sehen. Ich würde sagen, das machen wir mal. Wir gehen hier rüber. Aha, doch nicht. Da möchte die Straße nicht mitspielen. In die Richtung würde ich eigentlich eher, wenn wir nach da oben düsen. Also irgendwie finde ich, wenn wir vom See her kommen, es ist eigentlich angebrachter, dass wir hier irgendwie in den Tunnel reindüsen und hier wieder raus. Ja gut, die Straße, das ist ja kein Ding, die ist weg. So, hemmungslos zerstören das Teil, das werden sie eh wieder hinstellen. So, mal gucken. So, hier unten durch, wo kämen wir raus? Ja, wenn wir ein bisschen höher gehen, dann kommen wir hier oben raus. Ist das okay für uns? Dann müssen wir hier irgendwie rüber, das können wir vielleicht mit einer Brücke und da unten in die Gleise rein. Das ist eigentlich in Ordnung. Ich hätte hier, weil es Weißwasser ist, sogar ganz gerne hier ein schönes Portal. Und vielleicht sogar ein bisschen weiter oben noch rauskommen. Ja, zum Beispiel hier. Nach der Straße. Gefällt mir besser. Hier geht es ins Tunnel rein, hier raus und da kommt man in den Bahnhof rein. Das finde ich eigentlich relativ gut. Nehmen wir. Machen wir gleich mal das zweite Gleis noch. So, was wir haben, das haben wir, sage ich immer. Und das ist ja auch so. Und wieder husten, Entschuldigung. Ja, die Brücke. Ja, das gibt eine Riesenbrücke. Kommen wir da irgendwie rein? Ne, da ist die Steigung dann zu groß. Ich glaube, das hier müssen wir wahrscheinlich auch nochmal korrigieren, dass wir hier die Höhe haben. Aber warum nicht einfach irgendwie hier so zurück und hier auf die Brücke und hier wieder mit einer Kurve? Das wäre doch auch eigentlich eine Möglichkeit. Irgendwie so. Wir brauchen hier kein Tempo. Also, machen wir so. Dann geht es hier rüber mit der Brücke. Da halten wir die Steinbrücke. Das ist eigentlich auch okay. Es ist halt wirklich, es ist mehr oberböser als Weißwasser. So von... Ja, hier Tunnel und so weiter. Hier eine Brücke, die über die Stadt rüber führt. Das hatten wir tatsächlich bei, also in Oberböser auch schon mal. So oder so ähnlich. Ja, die Steinbrücke ist cool. Die gefällt mir, die nehmen wir. Und dann geht das hier halt mit der Kurve wieder runter. Es ist dann tatsächlich fast schon ein bisschen eine Bergstrecke. Geht hier lang. Jetzt gucke ich mal, wie es zusammenhängen kann. Ne, da ist tatsächlich immer noch die Steigung zu groß, wenn ich hier runtergehe.
wieder mit einer Kurve und dann zurück schlängeln. Ist natürlich alles andere als wirtschaftlich, aber das ist egal. Komme ich da immer noch nicht rein? Nee, tatsächlich nicht. Okay, dann kappen wir das hier nochmal. Das haben wir ja relativ schnell dann. Jetzt mal gucken, komme ich dort rein? Ja, hier funktioniert's. Was macht das Spiel? Es schüttet hier ein bisschen auf. Das ist okay. Jetzt müsste es noch das richtige Gleis sein. Das wäre das linke. Und hier oben. Ja, da haben wir das. Zack, hier lang. Hier unten lang. Das funktioniert. Das passt. Nehmen wir gleich mit. So. Ja, machen wir Kurve rum. Die Brücke gerne zweigleisig. Die sieht dann noch ein bisschen cooler aus, wenn man sie richtig hinstellt. Nämlich so. Hier wieder verbinden. Und passt. Dann haben wir hier die Strecke nach Weißwasser rein auch schon. Okay, und hier geht es dann zurück. Das heißt, wir können eigentlich hier hinten dann raus, dass wir hier wieder eine Kurve machen und dort wieder irgendwie in die Gleise reingehen. Hier fehlen natürlich noch Busse. Und jetzt fehlt in Zürich natürlich noch die Straßenbahn. Jetzt würde ich sagen, bevor wir dann hier die Züge raufsetzen, das machen wir dann in der nächsten Folge, aber zuerst machen wir in Zürich das Tram und in Weißwasser machen wir natürlich noch die Busse und werden das hier ein bisschen umbauen bzw. ein bisschen schöner machen, hier mit Geländeformen etc., mit ein paar Bäumen, vielleicht noch ein paar Gebäude nehmen. Ja, aber ansonsten, ach, vielleicht die Straße wieder zurückgeben. Das wäre auch noch eine Idee. Lass uns das mal kurz machen. Allerdings, ich möchte natürlich hier nicht den Gleisen in die Quere kommen. Wir machen es mal so und schauen, was macht M daraus. Also wenn wir M drücken, da passiert nicht viel. Dann machen wir das anders. Wir düsen mal hier rauf. Da möchte ich aber keine Brücke haben. Da möchte ich es so haben. Und jetzt mal gucken, wo gehen wir runter. Weil hier können sie natürlich schön wieder bauen. Komme ich da rein? Ne, da ist wieder irgendwie die Höhe falsch. Wenn wir hier reingehen, das geht. Machen wir. Wie gesagt, das sieht jetzt natürlich ein bisschen komisch aus hier mit überall diesen Flecken. Das werden wir alles wegmachen. Und entsprechend mit Bäumen arbeiten. Und eben auch hoffen, dass die Stadt hier noch ein bisschen was macht. Ein bisschen was an Gebäuden hinstellt etc. Und dann wird das hier ein relativ schönes Weißwasser, auch wenn es halt irgendwie einfach an Oberböse erinnert. Aber okay. Gut. Danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. In der nächsten Folge, wir fangen hier hinten an, gibt es dann eben die Straßenbahn in Zürich. Hier für diesen großen Kopfbahnhof, damit hier auch Passagiere sind. Danke fürs Zusehen. Jetzt brauchen wir noch einen Zug. Hier haben wir natürlich keinen, weil in der Gegend waren wir noch nicht. Die Züge kommen erst. Aber wir haben doch hier oben Züge. Da kommt einer. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen. Macht's gut. Tschüss.